Grüßt euch, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial zeige ich euch heute die Spaltenbergung mit dem Mannschaftszug. Als Grundregel gilt, je mehr Personen sich zu einer Seilschaft zusammenschließen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, einen Spaltensturz zu halten. Sofern die Seilschaftsmitglieder wissen, wie sie sich im Ernstfall zu verhalten haben, ist ein Spaltensturz eines Bergsteigers in Seilschaft in der Regel kein ernsthaftes Problem. Der Führende unserer Viererseilschaft ist in die Spalte gefallen. Wir haben gut reagiert und konnten den Sturz mit relativ geringem Krafteinsatz halten. Wir haben uns entschieden, den Gestürzten mittels Mannschaftszug zu bergen. Ich bin der nächste Mann hinter dem Gestürzten und übernehme die Koordination der Bergung. Habt ihr Stand? Okay, dann gehe ich Vierer zum Spaltenrand. Als erstes muss ich Kontakt mit dem Gestürzten aufnehmen. Da ich nicht ungesichert zur Spalte gehen kann, lege ich einen langen Brusig um das gespannte Seil, welches zum Spaltenrand führt. Ich führe ein Ende des Brusig durch meinen Anseilring und verknote es mit dem anderen Ende zu einem Sackstich. Bevor ich an meinem Brusig zum Spaltenrand gehen kann, müssen meine Kameraden die komplette Last des Gestürzten übernehmen. Auf Kommando gebe ich also vorsichtig Last von meinem Gurt ab. Sobald meine Kameraden die komplette Last übernommen haben und halten, kann ich mich aus dem Seil aushängen. Ich nähere mich vorsichtig mit Brusig gesichert an den Spaltenrand an und nehme Kontakt mit dem Gestürzten auf. Philipp, alles klar bei dir? Okay. Sofern der Gestürzte ansprechbar und handlungsfähig ist, informiere ich ihn, dass wir ihn mittels Mannschaftszug bergen werden. Um zu vermeiden, dass sich das Seil weiter in den Spaltenrand einschneidet, kann ich meinen Pickel unter das Seil legen. Wichtig hierbei ist, dass ich den Pickel gegen Herabfallen hintersichere. Okay, seid ihr bereit? Dann auf mein Kommando ziehen, gell? Auf mein Kommando hin zieht die Seilschaft den Gestürzten nun Hub für Hub nach oben. Meine Position am Spaltenrand bleibt daher unverändert und ich schiebe lediglich meinen Brusig nach. Besondere Vorsicht ist geboten, sobald der Gestürzte sich dem Spaltenrand nähert. Wenn das Seil stark in den Spaltenrand eingeschnitten ist, kann man den Gestürzten schwer verletzen, wenn man ihn unvorbereitet nach oben beziehungsweise gegen den Spaltenrand oder eine Wächte zieht. Langsam, langsam! Je mehr Personen eine Seilschaft zählt, desto leichter fällt die Rettung mit dem Mannschaftszug. Bei einer Dreierseilschaft funktioniert der Mannschaftszug nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.